Also, mir ist gerade aufgefallen, dass der Rand eigentlich komplett ineinander geschlossen ist. Moment. Rundherum ist alles dicht. Aber ich habe ja noch zwei Teile übrig. Und da es oben, wenn man es jetzt hier an den Rand legt, hier gerade abschließt, schief ist, hier also so schief hochgeht, muss ja unten was fehlen. Logischerweise. Jetzt muss ich suchen, wo das sein könnte. Das passt nämlich. Ja, okay. Es passt gerade so hier unten rein. Moment. Passt gerade hier unten rein. Cool. Sieht irgendwie aus wie eine Eule. Aber okay. Tada! Der Rand ist fertig. Interessant, lustig. Also sonst habe ich eigentlich nicht so Probleme mit dem Rand, außer es geht um die Exit-Puzzle, weil das soll ja sogar, glaube ich, so sein, dass alle ineinander passen und alle irgendwie nur schwarz oder braun sind oder grau. Aber okay, cool. Also der Rand ist fertig. Hier unten passt zwischen zwei Graue anscheinend noch was Blaues. Cool, jetzt geht's weiter. Thank you.
das war jetzt die nächste Runde. Ich habe diesmal wieder alles, was mir so ins Auge fiel, rausgeholt. Alles, was Gesichter oder klar erkennbar ist. Und ein paar Sachen habe ich ja jetzt schon angefangen. Dann erkennt man auch gleich, was noch dazugehört oder was fehlte. Das meiste habe ich hier auf den Haufen geschmissen. Alles, was noch nach Himmel aussah, so lila, habe ich versucht, gleich nach oben zu schmeißen. Und hier die Richtung ist Kutsche und Schloss. Viel war es jetzt eigentlich nicht, wo ich direkt weiter und loslegen kann, weil alles irgendwie ein bisschen gleichfarben ist. Aber ich versuche jetzt jedes davon einzeln anzuschauen und zu überlegen, wo es ungefähr hinkommt. Und ich mache mir dann ab und zu ein bisschen Platz auf dem Brett und sammle dann dort dieselben Farben oder dasselbe Thema, was es sein könnte. Ich habe auch angefangen, von den Gebäuden ein paar Sachen rauszuholen, also einzelne kleine Fenster. Die sind aber so klein oder so weit weg oder so viele, dass das noch nicht Sinn ergibt. Daher würde ich die einfach auf dem nächsten Stapel wieder ein bisschen sammeln, bis ich genügend habe und dann loslegen. Und dann machen wir das mal. Hier habe ich jetzt gleich ein Puzzleteil, da ist Cinderellas Schuh drauf. Sehr schön, also diesen Glasschuh, den sie verliert. Mal gucken, wo der noch hinkommt. Also an ihr selber sieht man, ist das Kleid so lang, dass man keine Schuhe und keine Füße sieht. Sie muss ihn also irgendwo auf der Brücke oder der Treppe, die es da gibt, verloren haben. Ich lege ihn jetzt mal zu ihr und guck mal, wann irgendwann ein Teil fehlt von Treppe und Stein, um es da reinzumachen. Hier ist noch ein Himmel. Hier ist ein Mäusekopf. Hier sind die beiden Schornsteine. Mal gucken. Ich habe ziemlich viel von diesen Glitzerfäden rausgesucht, gefunden, die eigentlich bei Cinderellas Kleid hier nach unten fallen. Ich denke mal, das bedeutet, dass sie sich auflösen, also die Zauberei kommt und löst das Kleid auf oder wie auch immer. Aber eigentlich passt da nicht mehr hin, also keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht gehört es auch zum Himmel und ich muss es nach oben legen. Schauen wir mal, was noch kommt. Ich mache es einfach mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine kleine Maus ganz am Rand und ich dachte hier die zwei, der halbe gehört da ran, aber scheinbar eine andere Maus. Es sind wirklich sehr, sehr viele Mäuse in dem Puzzle, obwohl ja eigentlich im Film, ich glaube nur drei, die Hauptfreunde oder die ganze Zeit bei ihr sind, also so viele sind in dem Film eigentlich gar nicht, aber es macht ja nichts. Wahrscheinlich die Kleider nähen und so, die ganzen Freunde.
Thank you.
Thank you.
Thank you.